Nachdem im Netz das Bild eines offiziellen Assassin's Creed Odyssey-Schlüsselanhängers aufgetaucht ist, hat Ubisoft wohl so viel Druck gespürt, dass diese kurzerhand einen Teaser zum Spiel veröffentlichten. Wo das neue Assassin's Creed spielt und wie es sich spielen wird, erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Schon in Kriegshelm geschmückt ist. Auf der Verpackung stand der Spieletitel. Über Odyssey gibt es schon länger Leaks. Zumindest der Name und das griechische Szenario sind bestätigt, wodurch auch die parallel genannten Angaben zum Inhalt etwas plausibler wirken. Das Programm soll noch mehr Rollenspielelemente als Origin, ob sie mit einem weiblichen oder einem männlichen Helden antreten. Es soll wieder mehr Seegefechte als in Origins geben, vor allem soll der Spieler aber mehr Kontrolle über sein Schiff und dessen Routen bekommen, was allein schon wegen der vielen griechischen Inseln im Grunde ein Muss ist. Außerdem sollen Elemente wie das Verstecken in Menschenmassen sowie das Brotherhood-Licht tauchen schon in Origins viele griechische und römische Elemente auf, inklusive Julius Caesar, so dass sich daraus eine Art antike Trilogie ergeben würde. Ja Leute, freut euch auch schon auf Assassin's Creed Odyssey? Schreibt es in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund.